Und jetzt wird's noch mal richtig bunt. Die Hauptstadt feiert unterm Regenbogen und alles ist schrill, laut und bunt. Mehr als 500.000 Menschen tanzten am Samstag beim CSD mit. Sie zogen in einer bunten Parade durch die Berliner Innenstadt und demonstrierten gegen Gewalt sowie gegen Benachteiligung von Lesben, Schwulen und Transmenschen. Und wir waren mittendrin. Und ich bin froh, dass wir in Deutschland so leben können, wie wir leben können. Und das zeigen wir mit dem CSD hier heute. Und das ist Jennifer aus Rudehut, die mit ihrer ganzen Familie hierher gekommen ist. Und ich finde das so traumhaft, dass wir auch außerhalb von Berliner haben, ne? Ja, also von Rudo. Da habe ich normalerweise ja nur die Ruduer Taube, die ich da besuche. Du hast definitiv die schönsten Haare hier heute, oder? Oh, vielen Dank. Wenn du das sagst, dann wird es sein. Wie lange hast du gebraucht, um die so hoch zu kriegen? 3 Monate. Oha. Seitdem auch nicht mehr gewaschen? Nein. Aber es hält bei jedem Wetter. Super. Erstens ist es ein wichtiges Signal, finde ich, dass der Chef dahinter steht und das voll unterstützt, was ich seit vielen Jahren tue. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich vor allen Dingen selber Spaß. Man sollte bei so einer Sache auch nicht vergessen, all jene, die seit 1974 dafür gekämpft haben, dass das heute möglich ist. Don't forget, Sam, you dirty fuckers. Dass diese Demonstration von der Politik gehört wird, zeigt eine Geste ganz besonders. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde die Regenbogenflagge auf dem Bundestag gehisst. Richtig ist der CSD heute noch hier in so einer Stadt wie Berlin, gerade auch für lesbische Paare. Oh, ganz, ganz wichtig. Ja. Ein Zeichen, dass gleichgeschlechtliche Liebe alles gleich ist. Werdet ihr oft noch diskriminiert hier in einer Stadt wie Berlin? Ja, ein bisschen. Ja. Ja. Sag mal, was kommt da so vor? Scheiß Lesben, bla bla bla. Richtig, weil es immer noch Aufklärung bedeutet, immer noch ein Kampf gegen die Heterosexualität, dass wir immer noch dagegen ankämpfen, gegen Diskriminierung. Es ist einfach super wichtig, dass wir immer noch auf die Straße gehen und dass wir da sind und dass wir sichtbar sind. Mir geht's auch gut. Ja, Mama. Ihr habt Spaß. Ja, sehr. Nach 2 Jahren Corona-Pause ist er wieder zurück. Der Christopher Street Day. Eine Riesenparty mit starken politischen Motiven und dem Aufruf zu mehr Toleranz gegenüber allen Formen der Liebe in Deutschland und der gesamten Welt. Es gibt immer noch in ganz vielen Bereichen Menschen, die damit ein Problem haben oder die Intoleranz gegen Schwule an den Tag legen. Und solange noch welche nicht verstanden haben, dass jeder nach seiner Fassung selig werden soll, haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns.